Zack. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ein anderes Video. Eren hatte Lust auf eine türkische Candy Challenge, türkische Süßigkeiten probieren. Challenge, sondern ja, einfach ausprobieren. Ja, es gibt ja so welche Videos, so, ne? Aber ja, wir haben uns überlegt, wir probieren exotische türkische Süßigkeiten, die nicht so... Kein Check-in-Deck. Ja, nein. Die so richtig gängig sind, die so jeder kennt. Wir versuchen, die Süßigkeiten rauszupicken, die wir auch nicht kennen. Ja, die man so gar nicht kennt so richtig. Ne? Ja. Gibt es hier auch viele. Und dann probieren wir die und sagen euch einfach unsere Meinung. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier bei Saray Market. Also bleibt dran. Lasst ein Abo da. Like dieses Video. Und dann sehen wir uns gleich. Wir sind jetzt da, Leute. Ich habe mir jetzt meinen Wagen. Alias auch natürlich am Start. Ne? Ich dachte, wir kaufen nur Süßigkeiten. So, wir legen jetzt los mit dem Einkauf, Leute. Schlafen gelegt. Hoffentlich hält sie das ganze Video durch. Und wir werden jetzt die Süßigkeiten probieren. Trommelwirbel bitte. Mein Mann hat gerade so. Ich sage gerade, Hauptsache Alia schafft das ganze Video und er Trommelwirbel betört Süßigkeiten von. Ach ja, Leute, Getränke hatten wir auch gekauft. Die hole ich auch jetzt. So. Wie ihr seht, wir waren Süßigkeiten kaufen, und zwar auch jede Menge. Ich mache gerade eine Story, Leute, sorry. Also folgt uns auch auf Instagram, richtig. Come back, Yum Yum, das war so ein bisschen für privat. Für privat? Wenn ich so gucke, ist es... Farben? Mir kommt das jetzt voll wenig vor irgendwie. Nicht wenig. Leute, wir haben versucht, halt türkische Marken Süßigkeiten zu holen, aber ich weiß nicht, ob die gekauften Süßigkeiten wirklich vom türkischen Hersteller ist. Ja, ich weil auch das hier zum Beispiel, weiß jetzt nicht, ob das so eine türkische Herstellung ist. Ja, also wir wissen, dass zum Beispiel so Ülket und sowas auf jeden Fall türkisch ist. Wir haben jetzt auch nicht extra hinten irgendwie nachgeguckt. Wir haben einfach das genommen, was wir gefunden haben. Ja, wir wissen natürlich jetzt auch bei dem hier nicht, ob das wirklich eine türkische Marke ist oder einfach nur im türkischen Supermarkt verkauft wird. Da gab es nämlich auch Sachen mit so arabischer Aufschrift zum Beispiel. Ne? Ja. Haben wir jetzt nicht mitgenommen, aber da wissen wir zum Beispiel auch, dass das nichts Türkisches war. Wir waren auf jeden Fall beim türkischen Supermarkt. Das war wichtig. Wo sollen wir ja, haben? Ich weiß auch nicht, Alter. Ich bin wirklich richtig gespannt. Unsere Gläser, ne? Ganz wichtig. Leute, ich habe diese Gläser noch nie benutzt. Noch nie. Die sind auch nicht, also die habe ich auch nicht für Wein oder sowas, ne, Leute, sondern einfach so für einen Summerdrink, einen Cocktail oder so. Aber irgendwie habe ich es noch nie benutzt in den fast 3 Jahren jetzt hier. Aber, Chris mit, Bonaimusch. Und wie machen wir das mit den, machen wir Punkte? Ja, ich würde sagen, wir bewerten die, ne. Also von 1 bis 10. 1 ist schlecht, Schulen 10 ist. Nee, 1 bis 10. Okay. 1 ist schlecht und 10 ist lecker, ne? Haben wir ganz an, simpel. Ich würde gerne erstmal was trinken. Ich glaube, ich auch. Deswegen mach erstmal Olo da auf. Achso, warte. Und Leute, wir haben auch darauf geachtet, dass wir Sachen nehmen, die wir noch nicht kennen. Ne? Also es genau. gibt ja. Sachen, die kennt man einfach so wie diese Sesamcracker oder diese Schokolade da. Genau, Goffret oder sowas. Das, was wir halt kennen, haben wir nicht genommen, damit wir auch neue Sachen ausprobieren. Vielleicht machen wir hier auch eine leckere Entdeckung. Falls ihr Bock habt auf weitere solche Art von Videos, schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch in die Kommentare, was für Süßigkeiten wir testen sollen. Wir überlegen auch, ob wir so eine asiatische Candy-Probe machen nächstes Mal. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das auch sehen wollt. Fangen wir mal an mit dem Getränk oder da. Aber ich glaube, das kenne ich wieder. Ja. Uluda Gazos Orange. Ja, ist nicht die Standard Uluda Gazos, was jeder liebt, trinkt. Hast du Uluda gesagt? Du Alman. So. Uluda. Ich weiß heute nicht, vielleicht jemand. Uluda. So, bin ja echt gespannt, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal probiert habe. Ich glaube, ich habe das schon mal probiert. Riecht lecker, sehr künstlich. Ja, es riecht schon sehr künstlich. Ich bin auch Türkei. Ja. Aber das hat nichts mit normalen Dings Uluda zu tun, Gazos. Ist zu künstlich. Ja. Das schmeckt so wie Dings, Leute, die hier in der Türkei so Yedigun getrunken haben, dieses Orangen-Fanta-Getränk da. Das schmeckt so. Das schmeckt genau so, also schon sehr süß.
Ich mag allgemein nicht so krasse süße Getränke. Aber es schmeckt gut, finde ich. Ja. Also? Ich gebe dem eine 6 von 10. Echt? Ja, ich, warum? Weiß nicht. Magst du es nicht? Ich hätte gesagt, ich muss mal. Der ist schon lecker, aber so viel trinken kann man das nicht. Nee, ist zu künstlich, das löscht nicht den Durst. Also das wäre jetzt nichts für einen kalten, für einen warmen Sommertag. Nee, wo ich denke, boah, ich muss meinen Durst löschen. Aber schmeckt gut. Ja, so ein Glas höchstens so. Also wenn man den Geschmack beurteilen würde, finde ich es lecker. Aber das ist jetzt nicht so für den Alltag und gesund ist es auch. Okay, ich, gesund ist es auch nicht gerade. Aber du so gar nicht. Gesund ist es eben gar nicht. Ja, ich glaube, ich würde auch so 6, 7. Ja, du kannst auch 6,5 sagen, ne? Ja, 6,5, ja. Okay. Sollen wir so machen, dass du einen aussuchst und ich einen? Mach mal Deckel zu. Deckel ist runtergefallen. Scheiße, Blatt. Nicht den Tischstuhl bewegen. Nein, nein, davon hat sie sich schon bewegt. Wir machen das einfach rein. Okay. Ich nehme dann ja, okay, was du und eins. Du dann, ne? Ja, dann mach du jetzt. Ich habe irgendwie Bock auf Schokolade, Mann. Ich glaube, ich probiere diesen Riegel hier. Was ist das eigentlich für eine? Du wolltest sie unbedingt kaufen. Ja, ich weiß auch nicht, von Sarelle. Sarelle. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so eine türkische Marke ist oder bestimmt nicht. Ne? Aber es gibt einen türkischen Supermarkt. Ja. Die Frage ist auch, ob die Sachen, die wir jetzt probieren, ob sie auch in allen türkischen Supermärkten gibt. Ich schätze nicht. Hier so auf jeden Fall links hier. Wie ist das? Cemen. Cemen. Leute, kennt ihr Cemen an die Türken? Das ist Cemen Beste. Das ist anders lecker. Ich, kommt was das auch aus Kesseln? Cemen, das ist Gewürzpaste, Paprika-Gewürzpaste. Kommt das auch aus Kesseln? Weiß nicht, so aber man kennt sein, das. Weil Paste, man das schon da ja. Hallo, kannst du mal teilen? Oder? Ja, ich beiß ja und dann kriegst du auch. Warum beiß mir nicht gleichzeitig? Ach so, okay. So sieht das Ganze hier aus. Ich teile das jetzt. Das mit könnte zur Hälfte? Ja, sieht ziemlich lecker aus. Das ist irgendwas mit Nuss. Knusprig. Das ist türkische Bueno. Ja, alter Chef, das schmeckt nach Bueno. Ist, glaube ich, wirklich so Bueno nachmachen, ne? Nur, dass Bueno immer so diese, ja, das auch und diese stückweise Dinger hat vier Stücke da, was man ja zerbrechen kann. Nee, alter, das schmeckt. Das schmeckt gut. Das schmeckt wirklich gut. Das ist wie so eine Cremepaste da drin und da drin sind dann, glaube ich, Nüsse, Haselnüsse. Aber ich weiß nicht, woraus diese Cremepaste besteht. Auch vielleicht so wie bei Bueno, halt nur so ein bisschen fester. Mir schmeckt es auf jeden Fall. Was ich auch. Ich glaube, wir haben auch allgemein Durst, weil wir vorhin gegessen haben noch. Und zwar einen Döner. Jetzt bist du wieder dran. Ich gebe dem eine, ich glaube, 8,5 von 10 sogar. Das war sehr lecker. Kannte ich auch nicht. Ja, das ist wirklich. Aber wenn ich das jetzt irgendwo sehe und finde, würde ich das safe kaufen. Hier steht beschrieben, was es ist. Milchschokolade, überzogene Waffel mit gehackten Haselnüssen und Milchcremefüllung. Ja. Top. Lecker. 8,5 von 10. Was sagst du? 8. Aber das würde ich mir auf jeden Fall nächstes Mal wieder kaufen, ich wenn auch, ich das sehe. Weil das ist auch so ein bisschen sanft. So. Ist genau, nicht so, das ist nicht so massig. Ja. Fluffig irgendwie ein bisschen. So sieht's aus, Fräulein. Ich bin jetzt für Mango. Aloe Vera Mango. Die Kamera zeigen. Ich liebe allgemein Mango. Ich liebe allgemein Mango. Alles ja, Mango ist wirklich Mango so Jumbo als Frucht. Mango Eis, Mango Saft, Mango alles. Jumbo sage ich nicht. Hier Mango ist Jumbo ist gesagt. Nein, Jumbo habe ich gesagt. Jumbo ist auf jeden Fall lecker. Jumbo. Hat das Mango Jumbo gesagt? Mango Jumbo, Leute, Jumbo. Ich habe auch hier was für Alia. Auf jeden Fall. Die Farbe ist auch ganz künstlich dafür, dass das ein. Oh, da sind das auch sind Stücke drin. Das ist gut. Also, wenn das auch Stücke sind, die echte Mango-Stücke sind. So. So, wir haben hier ein bisschen in Ordnung gemacht, weil wir nochmal ein Thumbnail machen wollten. Da sind wirklich Mangostücke drin, ne? Ja. Das ist geil. Cool. Aber an es sich ist auch ein bisschen zu künstlich. Durch diese Mangostücke wirkt das so gesund, aber es ist sehr süß. Weißt du, wie das schmeckt? Ich finde, der Nachgeschmack ist auch ein bisschen komisch. Weißt du, woran mich das erinnert im Kombi mit diesen Stückchen? An diese Dosenfrüchte, oh ja. So Aprikosenscheiben in der Dose, Ananasscheiben in der Dose. So dieses extrem süße. Süße da. Genau, mit den Stückchen. Aber ist es schmeckt. Lecker. Nee, schmeckt mir auch sehr lecker. Aber. Punkte. Ich glaube 6,5 von 10. Die Stücke sind lecker, ja, aber die irritieren mich auch ein bisschen beim Trinken. Man muss halt immer so anhalten, um die zu kauen. Ja, aber es ist auch schon interessant irgendwie, ja, ne? Ich bin mal gespannt, wir haben davon noch eine Dose mit Pomegranate, also Granatapfen. Aber da sind Granatapfen drin, Stücke. Die Kerne. Nee, 6,5 von 10. Du? Ja, ich auch. Passt. Ist okay, kann man trinken. Next one, machst du mal diese Cracker-Stäbchen. Irgendwelche Stäbchen, genau. Auf jeden Fall extra spicy. Ich hab dir direkt zwei, nimm zwei. Nimm zwei, okay. Oh, ich liebe das. Das ist wirklich geil. Das also, ist einfach so für, ein ja, so für unterwegs mal so im Auto oder so. Das ja, die sind immer richtig gut gewürzt. Ja. 10. 100% 10. I love it. 10 von 10, 100%. Boah,
Leute, die gibt es auch ganz standardmäßig, einfach so mit Sesam, die sind auch mega geil. Die schmecken so wie Zimt quasi. Aber die sind echt brutal. Gibt es auch mit verschiedenen Würzungen, glaube ich, ne? Gibt es bestimmt auch so mit Penisch oder so mit Käse. Ja, ja. Oder nicht scharf. Also ich glaube, Käse hatte ich schon mal, ja. Käse hatte ich schon mal probiert, aber das hatte ich noch nicht. Und extra Leute, spicy. Extra spicy ist nicht extra spicy. Ah, ja. Also jetzt vielleicht nicht für Kinder. Alter, das ist richtig lecker. Normal. Top. So. Ja, da sind extrem große Stücke drin. Aha. So, Leute, das ist Lokmalle Kakaole. Okay. Da steht Kakaokuchen. Aber Ellen hat die angefasst und das hat uns auch so... Das ist die Konsistenz ist krank. Das hat uns animiert, das zu kaufen, weil das so richtig weich ist. Also fühlt sich von außen so an. Habe ich noch nie gesehen, noch nie probiert. Einfach, weiß nicht, wie kann man das beschreiben? So, was wie das? So Teig, also fast ja, ein doch. Teig, so fast einfach. Deswegen war ich gespannt, ich wie das so schmecken Angst, wird. Ich habe Angst, dass die Geräusche nicht stehen. Ja, bis jetzt ja okay, ne? Ey Leute, ich hoffe, euch gefällt diese Art vom Video, weil... Ja, wir dachten, das ist mal was anderes. Also mir macht es gerade unnummer viel mir Spaß. Mir macht auch Spaß. Ich finde es auch cool, dass wir einfach neue Sachen ausprobieren. Vielleicht finden wir ja auch was, was uns extrem lecker schmeckt. Also das hier ist spicy. Ja, das Spicy-Ding war krank lecker. Ja. 100% eine Empfehlung. Und wir dachten, wir machen einfach mal was anderes. Also das war Ellens Idee. Ja, nicht einfach immer so Vlog, sondern einfach mal uns hier vor die Kamera stellen und mal Sachen probieren. Dann Keck. Du Keck. Du Keck. Okay, Lokmalle Kakaolo. Also mit Kakao. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Wie so ein kleiner Muffin Brown. Ja. Sauer. Das ist ein bisschen salzig. Ehrlich? Ist nicht? Ist nicht, okay. Aber es schmeckt auch nach irgendwas. Okay, aber die Konsistenz ist nicht so nice. Ist härter, als ich gedacht hätte. Das und das bröckelt so im Mund. Ja, ich dachte, das wäre viel, viel so cremiger. Ja, dachte ich auch, aber ne? Geschmack ist geil. Geschmack ist so richtig türkische Schokokuchen-mäßig. Aber auch jetzt nicht so extremlich geschmacklich. Extremlich low? Also der Geschmack ist nicht extrem vorhanden, sag ich mal. Na, schmeckt das so Marmorkuchen-Style. Ja. So wie Marmorkuchen. Ja, doch. Es schmeckt wie Marmorkuchen. Ja. Ja. Aber es ist cool. Ist lecker. Ich finde das cool, dass es so kleine Stücke sind. Ja. So Häppchen einfach. Kann man lecker so zum Kaffee servieren oder so. Ja. Top, ich gebe dem eine 8 von 10. Ist 7. Gut. Weil ich finde irgendwie ist es halt so einen leichten, salzigen Geschmack. Weiß nicht warum. Next. Ach ja, Leute. Unbedingt abonnieren, ne? Abonnieren und liken. Leute, und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr noch so probieren könnt. Es müssen auch nicht nur Süßigkeiten sein. Es gibt ja auch, keine Ahnung, vor allem in so Asienmärkten so verschiedene Nudelsoßen, scharfe Sachen oder was auch immer. Kommt es auch nicht zu eklig, Leute. Es muss irgendwie echt nicht sein. Aber ja, schreibt einfach mal Inspiration in die Kommentare und wir versuchen es umzusetzen. Ja, Leute, ich probiere es jetzt mal nochmal mit einem Getränk. Und zwar von Düden. Elmar-Geschmack. Also Apfel. Das probieren wir mal aus, ne? Ja, Leute, und er dann Zähne sind Flaschenöffner. Irgendwann macht er sich den Zahn kaputt. Nein, man muss aber ganz kontrolliert aufmachen. Nein, ganz langsam. Das ist kein gutes Vorbild, nein. Boah, riecht lecker. Riecht. Leute, so. Nicht mit dem, mit den Zähnen die Flaschen aufmachen, okay? Leute, das benutzen Flaschen. Das riecht voll nach Dings, diese Apfelringe. Wow. Weißt du? Ja, und Süßigkeiten Apfelringe. Ich was anderes noch. Mit Kohlensäure. Ja, die Fläche ist auch richtig süß. Die ist ganz schön süß. Ja, da ist noch was drin. Aber Leute, ich finde, alle diese Getränke sind einfach so künstlich, ne? Muss halt eigentlich gar nicht sein. Das stimmt schon. Eigentlich aus der Flasche trinken immer besser, aber... Boah, weißt du, wie das auch schmeckt? Schmeckt? Ja, wie das riecht. Ich hab noch nicht probiert, sorry. Riecht wie eine Augener Wassereis von diesem Drachen. Diese Drachenzungen gibt es auch als Wassereis, diese sauren Drachenzungen. Kennt ihr das? Ja, ja, ja. Also, ne, davon hast du auch Wassereis gekauft und davon wie das Grüne. Ja. Riecht das. Let's go. Künstlich, aber lecker. Ja, auch sehr, sehr... Ohne Kohlensäure wird es nicht schmecken. Nee, nee, auch sehr viel mit Kohlensäure. Aber beim Trinken ist der Geruch too much. Das ist zu... zu also so wie das riecht, schmeckt es nicht so extrem wie das riecht. Ja, stimmt. Hat nur so einen leichten süßen Geschmack eigentlich. Es riecht aromatischer, schmeckt aber nicht so krass aromatisch. Ja, finde ich auch. Aber ist okay. Ich gebe dem Ganzen 7 von 10. Kalt, ist, mir kalt ist schon. Unser Licht hat ein bisschen den Geist aufgegeben. Es ist mir ein bisschen zu künstlich dafür, dass ich das gerne trinken würde. Ja, ich würde sagen 6. Was hast du gesagt? 7? 7, ja. Okay. So, Leute, nochmal Trommelwirbel für unsere nächste Geschmacksprobe. Okay, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal random Deep Peach Rings. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Ich glaube auch nicht, aber es kann auch wieder zu künstlich sein. Zum Beispiel deutsche Süßigkeiten schmecken nicht so künstlich, finde ich. Oder wir sind es einfach gewohnt, die zu essen. Ja, das ist gut möglich. Und auf jeden Fall hätte ich auch Bock, irgendwie in der Türkei so eine Candy-Dings-Probe zu machen. Auch türkisch, richtig türkische Bakka, ne? Richtig türkische Bakka, weil ich glaube, da sind wirklich auch andere Auswahl. Sorten oder mehr Auswahl, die man, glaube ich, gar nicht kennt. Ja.
Weißt du, was mir gerade einfällt, Leute? Das schmeckt ja alles so künstlich. Ne? Ich habe mal in der Türkei Wassereis gegessen, ne? Weil ich liebe Wassereis. Oder? Was das schneiden wir rein. Und dann haben wir aus dem türkischen Bakkal halt in der Türkei Wassereis geholt. Und Leute, das war so ekelhaft. Wassereis in der Türkei? Ja. Noch nie gegessen. Das war einfach nur wie Farbe mit Zucker und Sherbet, so, also so richtig Sirup. Einfach nur Sirup, aber gefühlt ohne Geschmack. Künstlicher ging es nicht mehr, also no way. Das ist mir gerade schon wieder eingefallen, wo die Sachen hier so künstlich schmecken. Ja, Petries von Bebeto, Leute. Bebeto. Die sehen auch richtig süß aus, so richtig klein. Ja, man, zum Glück kann Alia das noch nicht richtig wahrnehmen, sonst würde sie bestimmt die Dose hier wegfuttern. Würde ich natürlich nicht. Nee. So, Leute, die sind richtig hart. Die sind hart. Wie süß sehen die aus, Alter. Das ist wirklich voilà. Niedlich. Ist geil. Ich finde es sogar besser als diese Apfelringe, die von Haribo. Die sind viel geiler als hier. Die sind richtig lecker. Finde ich auch. Also allgemein dieser Peach-Geschmack ist lecker. Und ich mag die Konsistenz, dass das so ein bisschen fester ist. Ich mag nicht Süßigkeiten oder so Haribo, was so richtig so sehr weich ist. Das mag ich nicht. Ich finde so diese bisschen festere Konsistenz leckerer. Ja. 9. 9. Würde ich auch sagen. 9. Da sind wir uns einig. So. Ich hab Bock auf die wollte ich nämlich haben. Das sind irgendwelche so Bälle. Cornball. Das hey, ich dachte, das sind Kekse. Ja, muss das. Das ist Zuckermaisgeschmack. Ich dachte, das wäre Kekse. Ich glaube, das gab auch nicht Kekse. Wenn wir uns schnauben, haben wir es ja im Mundgesetz. Ja, Scheiße, ich dachte, das wäre Kekse. Das ist so wie diese Kinderchips, wie diese Maisstangen-mäßig. Aber das schmeckt, sowas schmeckt trotzdem lecker eigentlich. Ja. Vielleicht sind sie zu gesund. Nein, ich glaube nicht. Ja, die sehen halt so aus, ne Leute? Die sind ja ganz klein. Simpel. Ich dachte, die sind größer. Aber es ist trotzdem käsig. Boah! Hey, Digga! Nein! Wie geht der Mund auf? Wie geil sind die? Wie kann das denn wirklich sein, Ding Chip? Boah, das hat mich gerade. Nach Istanbul an einen Maisstand katapultiert. Boah. Leute, die sind end. Boah. Aber die sind krass. 10 von 10. 100%. Sagen wir. Wie sind die? Die sind auch richtig gewürzt. Also die sind auch so ein bisschen salzig. Und der Geschmack, Leute, das kam so unerwartet, ne? Das ist so ein krasses Aroma, Leute. Man beißt rein. Ich komme nicht klar. Man beißt rein und auf einmal kommt dieses Aroma, wie wenn du in einen Maiskolben in der Türkei beißt. Ne? Richtig aromatisch. Boah. Das Ding ist, Leute, das ist natürlich alles Geschmackssache, ne? Kann sein, dass ihr das... Aber ich glaube, das wird jedem schmecken. Kann sein, dass ihr das jetzt probiert und sagt, boah, was übertreiben die so? Aber wir haben beide in der gleichen Sekunde, ich habe den Geschmack auf einmal bekommen und dann so richtig Schock. Ey Leute, wenn ihr das irgendwo findet, kauft das direkt, ohne zu überlegen. Ja. Eine 10 von 10. Okay, 10 von 10. So, du bist dran, ne? Trommel. Eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Schokolade, Leute. Aber die Leute, die sind glaube ich auch lecker. Habe ich auch noch nie gegessen, aber die sehen vielversprechend aus. Das ist Ülker von Ülker Arbenje Tane. Die erinnern uns so von der Verpackung und von der Optik einfach her an... Irgendwas mit M, ich weiß den Namen nie. Ich konnte den Namen nie merken, Digga. Malteser, kann sein. So eine rote Verpackung. Mit so Schokobällchen. Ja. Mega lecker. Ich glaube, ich blende die mal hier kurz ein. Ja. Die sind auch top lecker. Sehr lecker. Hier diese steht Originalen. Weizenkekse mit Karamellgeschmack und mit Milchschokolade. Gamal. Das ist Schokolade mit Gamal. Zwei Eis mit Gamal. Oh, die sind ja süß. Oh, das riecht krass. Nach Gamal. Oha, die Verpackung auf jeden Fall. Hier so einzeln warte, nicht, aber die Verpackung nach, ist krank. Ich sag dir genau, wonach das riecht. Warte, das erinnert mich richtig krass an etwas. Dieser Karamellgeruch. Dich auch, ne? Also es riecht krass nach Karamell, aber nach was Karamell? McSunday habe ich auch mal überlegt, aber... Also von McDonald's dieses Karamell. Boah, ich weiß gar nicht. Okay, 1, 2, 3. Ja, lecker. Ist geil. Könnte ein bisschen intensiver sein. Ja, das Innere ist nicht so geil. Nice, finde ich. Jetzt der Nachgeschmack ist geil.
bei Dings, bei diesen originalen Malteser oder das so. Das ist innen ein bisschen crunch, also so fluffiger, luftiger. Yeah. Ja, doch, ist lecker. Ja, ist lecker, aber... Safe, ich feier es. Mir gefällt es nicht so. Okay, ist ich geil. Ich weiß, wie es schmeckt und wie es riecht. Genau wie von Milka die Kuhkekse, die so diese Kuhform haben, mit Schokolade oben. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal jetzt habe. Doch, warte. Ich weiß gar nicht, welche du meinst. Sicher? Das riecht genauso, weil das hat zwar nicht so Karamell zu tun, dieser Milka-Keks, ist nur oben Schokolade, aber dieser Keksteig riecht richtig intensiv lecker und das riecht genauso, habe ich das Gefühl. Ich finde es lecker. Ich würde es gerne probieren. So lecker finde ich das. Ich sage 7,5 von 10. Okay. Das Innere finde ich nicht so nice. Ja, ich hatte eine andere Erwartung. Im Vergleich zu dem anderen oder ja, eigentlich? Ja, ich dachte das so wie bei dem anderen da. Aber ist auch okay, 7,5 von 10 von mir. Rabia. 10 von 10. Lass ich so gelten. Also machen wir weiter. Schokolade hatten wir gerade. Was ist das denn hier? Kaugummi. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen diese Etipuff. Leute, das ist Kindheit, oder? Seid ehrlich. Kennt bestimmt auch jeder, aber haben wir gedacht, das geht immer. An alle Türken da draußen, ihr kennt das safe. Etipuff. Ich habe mich mal richtig gefreut früher, als Bobby vom Bakao kam und davon nur eine ganze Dings mit hatte. Stimmt, früher habe ich das auch voll oft gegessen. Immer Schoko und Weiß und die mit pinke Streusel. Das ist, Leute, ich muss mal beschreiben für die Leute, die es nicht kennen, das ist unten einfach so ein Keks. Und was dann ist da so eine Marshmallow-mäßig mit Streuseln. Eigentlich gar nichts Besonderes. Aber Keks ist auch nicht so kekshaftig, sondern schon ein bisschen weicher. Aber vier Dutzend. Aber der Geruch ist legendär. Egal welche Streuselfarbe oben drauf ist, der Geruch und der Geschmack ist gleich. Ja, das stimmt. Das ist einfach Kindheit. Ich würde dem jetzt keine krasse Punktzahl geben eigentlich, weil es eigentlich nicht so lecker ist. Geil. Geil. Perfekt. Ja. 6, 7. 7 von 10. Kindheit hat schon eine 7. Nein, passt. Kein Bock drauf zu essen im Zimmer. Ich esse das gleich auf, Leute. Ja, nur soll. Damit ich noch Dings habe für die anderen Sachen. So extrem wieder mal nicht mehr über. Ich bin auch schon irgendwie. Naja. Chips oder nochmal was Süßes und dann Chips. Wie du willst, egal. Das ist deine Entscheidung. Okay, Hobby. Von Ülke oder Hobby? Gibt es nicht Hobby? Ja, von Mero. Hobby. Ja, Mero ist auch Legende, Mann. Er hat alles zersägt. So, Leute, keine Ahnung, was das überhaupt ist. Also wirklich gar keine Ahnung, hier steht es auch eigentlich nicht. Kakao und Haselnussriegel überzogen mit Kakao. So, hast du das gezeigt? So? Die Farbe sieht ja, die Farbe sieht aus wie abgelaufene Schokolade. Leute, es ist einfach ein Hobbyriegel von Ülke. Was soll ich dazu? Ist mein Hobby. Was soll ich dazu noch groß sagen? Also die Farbe ist jetzt irgendwie nicht so ganz. Ich weiß das nur einmal ab, das war. Leute, das sieht einfach aus wie Schokolade, die halt, ihr wisst ihr so mit dieser weißen Schicht drüber. Mhm. Boah, fest. Sag nicht, das ist so wie Twix. Ist ja auch ein Riegel. Wie hart ist das? Sehr hart. So hart. Hast du nach Dings gekommen? Naja. Ja, sind wir Tari. Auch hier draußen. Keine Lust, das zu essen. Ist das abgelaufen? Mhm. Januar 2024. Muss nicht sein. Normaler Schokoriegel, aber da drin ist so ein Nougat oder so. Und Nussstücke. Nee. 4 von 10. Ja. Next. Wäre das freundlich, ne? Drink. So. Pomegranate. Leute, Granatapfel liebe ich übrigens auch. Ich liebe Granatapfel. Aber Leute, ich hasse Granatapfel zu schälen. Also ja, vorzubereiten. Wenn ich so einen Hasse Granatapfel habe oder in der Türkei, Leute, da verkaufen die immer so Granatapfel. Gibt's hier auch, ne? Schon entkernt, ja, gibt's auch. Aber in der Türkei ist viel frischer. Und immer so ein fetter Pott oder Granatapfelsaft mit Orangensaft frisch gepresst, gemischt aus der Türkei. Lecker. Und unser letztes Getränk. Pomegranate Flavor von Lotte. Lotte ist die Marke. Oder ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, ob das halt so ein türkisches Dings ist. Sie bewegt sich. Alja, ruhig bleiben. Alja, Das sind Stückchen. Aber daran merkt man, das sind keine echten Stücke. Weil Pomegranate sieht doch nicht so aus. Weißt du, das sind so Streifen. Vielleicht sind sie vegan. Okay. Nicht lecker, aber auch künstlich. Ach, doch so. Nee. Das ist zu künstlich. Der wiederum schmeckt mir. Hat nichts mit Granatapfel aber zu tun. Nee, das stimmt. Also schmeckt gar nicht so künstlich. Das Aroma, also ist es nicht süß, ist es nicht so krass süß wie Mango, aber das Aroma ist so fake. Chef und das
Das Bosgewinn. Doch, mir gefällt's. Ich weiß jetzt nicht, was ich dem anderen da gegeben habe. Der Geruch ist aber so künstlich, riecht man. Weißt du, so. Ja, der Geruch ist wirklich künstlich. Ist okay, aber ich sag 6. Ich sag 8. 8 von 10. Aber Leute, diesen musste man krass. End. Okay, bin ich dran? Ja. Okay, ich würde sagen nochmal irgendwas Schokoladiges erstmal. Würde ich sagen, weil der wird hier gleich ballern, Alter. Ja. Etty Chocolata Milch Chocolate with Pistachios. Einmal in die Kamera bitte. Schokolade mit Pistazien. Die habe ich an der Kasse mitgenommen, ne? Stimmt, ich habe nicht gesehen. Das wäre die angekauft haben. Ich fühle mich gerade wie bei Willy Wonka. Ich habe da ist eine goldene Karte drin. Was ist denn der goldene Karte? Ich glaube, den Film war nicht auf dem Schirm. Willy Wonka? Also den Inhalt. Den Inhalt des Films. Ja, dann darf es in dem Fabrik sein, ne? Schon sehr dunkel, die Schokolade. Ja. Sehr viel an Kakao, also Dingsinhalt, glaube ich. Weißt du? Ja, ist. Ich esse auch. Können wir machen. Muss man aber nicht. Ist geil, eigentlich. Unser Licht wird voll dunkel. Mhm. Und das andere machen? Einen Moment. Wait. Ja, wenn die Pistazie so kommt, ist schon cool irgendwie, aber wird jetzt nicht meine Lieblingsschokolade. Ja, so 6. So, Leute. Jetzt bin ich wieder am Start. Punkte gebe ich dem eine 7,5 von 10. Ist schon lecker, wenn die Pistazien kommen. Ne? Aber die Schokolade an sich ist halt so nicht so nice. Ja. Also geht. Ja. Das sind das Cookies? Ja, schon. Die kommen jetzt. Ja, würde ich auch sagen. Dann probieren wir mal das hier aus. Ich weiß nicht, was das hier ist. Antep-Fristik Esmesse. Ich weiß nicht, ob das eine pure Dings ist. Pistazie. Pistazienpaste. Irgendwie als Riegel. Ist das eine Süßigkeit? Keine Ahnung. Ich glaube, das wird auch schallern, Alter. Das wird schallern? Was heißt schallern? Ja, so Chepper-mäßig. Wo hast du den Akzent her? Du hast nicht gesehen. Das sieht irgendwie so lecker aus. Digga, pure Pistazie, glaube ich, ja. Echt? Das kostet zwischen 200 Euro oder so. ist. Ich will nicht. So. Schmeckt wie Baklava. Baklava haben die Chili so. Aber muss nicht sein. Nee. Zu süß? Zu viel. Also, zu viel. Ein ganzes zu essen ist, glaube ich, schon brutal. Und irgendwie ist der Nachgeschmack ein bisschen so. Bittermäßig, ne? Bitter nicht, aber. Nee, muss nicht sein. Nee. So Baklava ist das andere, also leicht Baklava-Feelings, aber. Ich gebe dem eine 5 von 10. 5, ja. So, Leute, jetzt haben wir hier Ketchup-Chips in Pommesform. Riecht auf jeden Fall lecker nach Ketchup. Leute, ich liebe einfach Ketchup, ne? Die sehen aus wie Mc's Pommes, so dünn. Ich liebe einfach Ketchup, ne, Leute? Ich könnte Ketchup wirklich überall drauf sprühen. Lecker. Lecker. Könnte ein bisschen intensiver sein, aber nach Ketchup, oder? Schmeckt nach Pommes, Alter, ne? Ist ja auch. Fries Ketchup. Ja? Ja. Ich finde, der Ketchup-Geschmack könnte ein bisschen intensiver sein. Aber sonst? Ach, ein bisschen zu low. Ich würde sagen 7,5 von 10 bei mir. Merke auch. So. Sag mal, warum hast du das jetzt gekauft? Für alle, wie gesagt. Ja, keine Ahnung, was das für Kugeln sind hier. Süßigkeitenkugeln. Die sehen so aus, sind richtig hart. Die kennt man auch, glaube ich. Muss gar nicht sein. Wenn die Kinder das immer nehmen. Kann man das nicht so von Rummel so freischießen mäßig, auch solche Sachen? Ja, stimmt. Wie wird's unnötig? Ja, Leute. Zu guter Letzt kommen unsere Fallums. Das ist kein Fallum. Nee, das ist keine Fallum. Das sind Kamelballs, extra sauer. Bubblegum. Ach ja, willst du das bewerten, das Ding da? Kugeln? Null. 0,0. Wirklich, das ist nicht nice. Das ist ein 1 von 10. Wie komisch sieht das bitte aus? Hä? Ist das denn wie nein? Nee, ich mit Kamelballs? Kameleier. Ich hoffe nicht. Doch. Also, wie es hier. Das sind. Leute, was haben wir da denn gekauft? Leute, Kamel-Eier halt for real, ne? Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber... Das sieht man. Das ist wirklich dargestellt. Das ist jetzt 18 plus. Ist so. Guck mal. Ja. Krank. Okay, und innen ist... So sehen die auch aus, aber, ne? Dann, Prost. Sauer. Kann man machen. Aber das sind doch bestimmt so wie diese Standard-Kaugummis, die nach 10 Sekunden deren Geschmäcker verlieren. Ja. Ja, Leute. Ja, das muss einfach kommen. 7,10. Ja. Geschmack ist okay. Ja, cool. Mehr auch nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Kracher dabei. Wie, das ist mein Top-Favorit. Das ist mein Top-Top.
Top-Top-Top-Favorit. Top-Favorit. Das ist the next one. Ja, eine. Das war lecker. Das fand ich sehr, sehr lecker. Also kann man auf jeden Fall mal probieren. Nee. Ich habe 10 gegeben, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. 9,5. Ich zieh mal den Punkt weg. Das war auch nice. Das war auch lecker, ja. Die Konsistenz ist geil, der Geschmack ist lecker. Und alles andere war auch eigentlich lecker. Außer ja, dieser Hobbyriegel, ja, muss nicht sein. Etipuff, ja, kann man machen. Das muss auch nicht sein. Die hier, die vor uns gerade liegen, das sind unsere Top-Favoriten. Die würde ich auf jeden Fall krank lecker. Und wie gesagt, die unbedingt ausprobieren. Ja. Wirklich unbedingt ausprobieren. Ja. Brutal. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Boah. Gänsehaut. Die Getränke waren auch okay, aber alle künstlich. Kann man machen. Würde ich auch sagen. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen, Leute. Das hoffe ich auch. Unser erstes Mal Süßigkeiten ausprobieren. Ja. Türkische Süßigkeiten. Wenn ihr Süßigkeiten von anderen Nationen sehen wollt, schreibt uns das gerne. In der Hoffnung, dass wir sie auch finden. Das ist ja immer nicht so einfach, solche Läden zu finden. Vielleicht kann man auch online was bestellen. Müssen wir mal gucken. Aber das sind auf jeden Fall unsere neue Entdeckungen hier. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal. Supportet uns. Like da lassen. Supportet uns. Instagram abonnieren. Supportet uns, Leute. Und kommentieren. Supportet uns, Leute. Supportet uns, Leute, einfach. Macht das doch einfach mal. Hm? Ihr macht das schon. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und adios. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Zack. Hobby, hobby.